BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Landesregierung hat sich am Wochenende auf ein Sparpaket in Höhe von 500 Millionen Euro geeinigt. Betroffen sind vor allem Behörden. Dort sollen 1.500 Beamtenstellen wegfallen. Der Beamtenbund hat bereits heftigen Widerstand angekündigt. 500 Millionen Euro will das Land einsparen. Diesen Beschluss haben die Regierungsparteien CDU und FDP bereits am Wochenende gefasst. Dass trotz besserer Steuereinnahmen strukturell gespart werde, hatte Ministerpräsident Stefan Mappus bereits im September angekündigt. Die vier Regierungspräsidien im Land müssen demnach 700 Stellen einsparen. Auch Stuttgarter Ministerien sollen mit 800 weniger Stellen auskommen und müssen nach Rasenmähermethode ihre Ausgaben um 100 Millionen Euro kürzen. Andere Bereiche schließe die Landesregierung hingegen vom Sparzwang und Stellenstreichungen bewusst aus. Dazu gehören sicherheitsrelevante Behörden wie die Polizei und die Justiz. Auch Beamtenstellen in Bildung, Wissenschaft und Forschung bleiben beim Kürzen außen vor. Zudem spart das Land auch durch die Einsparungen selbst. 500 Millionen weniger Ausgaben für die Baden-Württemberger bedeuten 500 Millionen Euro weniger neue Schulden und 95 Millionen Euro weniger Zinsbelastungen. 30 Millionen Euro soll zudem die krisengeschüttelte Landesbank LBBW ausschütten. Im mittlerweile beendeten Schlichtungsverfahren zwischen Stuttgart 21-Gegnern und Befürwortern wird es morgen einen Schlichterspruch durch den Mediator Heiner Geißler geben. Seit dem 15. Oktober hat Schlichter Heiner Geißler im Stuttgarter Rathaus die Vermittlungsgespräche moderiert, damit es solche aufgeheizten Szenen wie Ende September im Stuttgarter Schlossgarten nicht mehr gibt. Verbesserungen am bestehenden Konzept, aber kein Abbruch. Darauf deuten Geißlers Äußerungen hin. Auch für einen Volksentscheid über Stuttgart 21 ist es nach Äußerungen Geißlers in der Süddeutschen jetzt zu spät. SPD-Landeschef Nils Schmid hat diese Position Geißlers in einer ersten Stellungnahme am Wochenende als vertane Chance bezeichnet. Für Geißler sind die Schlichtungsgespräche aber ein Erfolg. Er wünsche sich diese als neues Modell unmittelbarer Demokratie, ohne dass zukünftig kein Projekt mehr in Deutschland durchgeführt werden kann. Bürgerentscheide müssten zukünftig erleichtert werden. Zerstörtes Vertrauen zwischen Bürgern und Politik sei teilweise wiederhergestellt. Eine Einigung zwischen Gegnern und Befürwortern gab es aber auch am Samstag nicht. Streit gab es über die Projekt- und die Ausstiegskosten und die Stuttgart 21-Leistungsfähigkeit. Jetzt warten die Parteien auf den morgigen Schlichterspruch. Im Fall einer 41-jährigen Frau aus Münsingen-Dottingen, die vorgestern nach Angaben ihres Ehemanns blutüberströmt im gemeinsamen Haus aufgefunden wurde und kurz darauf verstarb, ist der 43-Jährige jetzt selbst dringend tatverdächtig. Münsingen-Dottingen am Samstagabend um 21.15 Uhr. Bei der örtlichen Polizei und einem Rettungsdienst geht ein Notruf ein. Ein 43-Jähriger gibt an, bei seiner Rückkunft die Ehefrau schwer verletzt mit Stichverletzungen vorgefunden zu haben. Als Polizei und Rettungskräfte eintreffen, ist die 41-Jährige bereits tot. In Reutlingen richtet die Kriminalpolizei eine 12-köpfige Sonderkommission ein. Die Ermittlungen konzentrieren sich dabei schon zu Beginn auf die Familie und das nähere Umfeld. Dabei wurde auch der Ehemann natürlich ausführlich befragt, mehrfach befragt. Dabei gaben sich bestimmte Ungereimtheiten. Nach Polizeiangaben habe der 43-jährige Ehemann mittlerweile gestanden, seine Ehefrau im Streit selbst getötet zu haben. In der Nacht zu heute hat dann der Ehemann in einer weiteren Vernehmung eingeräumt, dass er die Tat begangen hat. Der Mann hat uns zum Beispiel auch das Versteck des Tatmessers gezeigt. Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat gegen den bislang unbescholtenen Beschuldigten mittlerweile Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag beantragt. In Frage kommt ein Totschlag. Es wird aber natürlich auch geprüft, ob möglicherweise ein Mord vorliegen könnte. Bis zur sicheren Klärung dieser Fragen wird die 12-köpfige Reutlinger Sonderkommission weiter ermitteln. Im Untersuchungsausschuss zum umstrittenen Polizeieinsatz im Stuttgarter Schlossgarten hat Polizeipräsident Siegfried Stumpf heute den Einsatz von Wasserwerfern verteidigt. Die Beamten seien mit Nötigungen, Beleidigungen und Körperverletzungen konfrontiert gewesen. Insofern habe die Polizei zu anderen Mitteln greifen müssen. Die Wasserwerfer seien ursprünglich zum Schutz des bereits freigeräumten Geländes in der Nacht vorgesehen gewesen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.